Monolog Simon. Du bist jemand, der nicht gleich zurückruft, stimmt's? Ganz so, wie man sich eine Künstlerin vorstellt. Du hast zurückgerufen, hast du nicht, aber ich verzeih dir. Ich habe dich zweimal hintereinander angerufen. Okay, du hast zurückgerufen, aber nicht sofort, sondern erst einen Tag später. Ist auch nicht so wichtig. Du nimmst einen halben Liter Soda, so wie immer, und ich genehmige mir ein Achtel von dem wunderbaren Sauvignon Blanc und dazu zweimal gegrillten Schwertfisch. Einverstanden? Ich habe dir etwas mitgebracht. Die CDs, die du dir gewünscht hast, biblische Geschichten vom Köhlmeier. Ich habe sie noch gestern in der Nacht gepresst für dich. Und die Rose hat mir so gefallen, weil sie mich an dich erinnert. Wunderschön, aber stachelig. Sag, ich bin schon ganz neugierig. Wie läuft dein Projekt Seitensprünge? Mir ist das leider auch schon passiert. Du weißt, ich habe erst zwei wirklich lange Beziehungen hinter mir. Und bei meiner letzten ist es leider passiert. Ich war 8 Jahre treu. Richtig treu. Wirklich 8 Jahre. Kannst du dir das vorstellen? Treu mit allem drum und dran. Es gab niemanden außer ihr. Und dann hat's begonnen. Peu à peu. Der Seitensprung schleicht sich geradezu an. Nach 8 Jahren. Nach 8 Jahren geht natürlich irgendwann die Luft raus, vor allem wenn du Kinder hast. Das Leben wird schlagartig anders, nicht unbedingt positiv anders. Und dann beginnen einfach Probleme, die man nicht gleich besprechen will, weil man wartet und wartet und hofft, wartet zu lang und dann passiert's. Und das schlechte Gewissen, ununterbrochen das schlechte Gewissen. Immer kommt dir die Situation in den Sinn, egal wo du bist, die Seitensprung-Bettszenen. Beim Autofahren, beim Spazierengehen, beim Einkaufen mit deiner Frau, überall. Die Liebe hört ja nicht einfach auf. Du magst ja deinen Partner immer noch, aber der Sex mit der anderen geht dir nicht aus dem Kopf. Man redet zu wenig miteinander. Man teilt seine Verletzungen und Wünsche nicht mit. Ich finde das so traurig. Man könnte so vieles erkennen und neu ausprobieren, wenn man sich austauschen würde. Heute würde ich mich ganz anders verhalten. Ich habe mich verändert. An was liegt das? Ist es der Trieb? Ist es der Mensch? Oder sagen wir vorwiegend der Mann, seine Polygamie? Braucht er immer wieder das Abenteuer? Ist es ein Wunsch von Frauen, dass der Mann monogam ist? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nur, dass man mit jemand anderem zusammen sein will, wenn die Liebe erloschen oder die Erotik und das Knistern nicht mehr da ist. Dann sollte man sich trennen, nicht betrügen oder belügen oder eben reden. Viele Paare behaupten, sie sind glücklich und dabei geht einer von beiden fremd oder beide gehen fremd. Ich habe unlängst gelesen, dass der Urmann seine eigene Herde von Frauen und Kindern hatte. Und wenn seine Söhne im geschlechtsreifen Alter waren, hat er sie entweder kastriert, getötet oder vertrieben. Der Urmann hat keinen Rivalen zugelassen, nicht einmal seine Söhne, sein Fleisch und Blut. Er war der alleinige Herrscher, der Polygamist schlechthin. In der Bibel wie im Koran kannst du es nachlesen. Durch die Evolution hat sich einiges verändert, durch die alte Denke allerdings, die wir immer noch in uns haben. Bleibt wohl der Gedanke, ich habe das Recht, jede Frau zu haben, die ich will. Das bricht bei uns Männern immer durch. Ich sehe es, wenn ich in Russland bin, und ich bin oft in Russland. Meine Kollegen gehen regelmäßig dort in die Bordelle, obwohl sie Frauen oder Freundinnen haben und glücklich scheiden. Auch hier bei uns. Ich frage sie manchmal, warum machst du das? Und die Antwort ist, ich habe einfach Lust darauf. Ohne schlechten Gewissen. Die Fantasien, mein Gott, die Fantasien sind's vielleicht auch. Sie kommen und gehen. Kann man etwas für sein Kopfkino? Gefällt mir eine Frau, muss ich hinter ihr herschauen. Und wenn sie dann noch einen schönen, appetitlichen Po hat, vergelt's Gott, es geht ja noch weiter, unbeabsichtigt, kommt der Wunsch auf, ihn ihr einfach reinzustecken, irgendwo. Wenn ein Mann sich mit einer Frau zum Mittagessen trifft, um sie kennenzulernen, wird er sich nach kürzester Zeit fragen, wie es mit ihr im Bett wäre, wie sie nackt aussieht, ob sie einen straffen, schönen Busen hat oder einen hängenden. Das ist wohl das Überbleibsel des Urmannes in uns. Er war ja geradezu aufgefordert zu zeugen. Zeugen, Zeugen, Zeugen. Die Frauen haben das damals ertragen müssen. Es blieb ihnen gar nichts anderes übrig. Gelitten haben sie genauso wie heute. Vielleicht ist das eine Chance, dieses Wissen von damals anzunehmen, trotz Schmerz und Enttäuschung. Es ist vielleicht nur die Illusion, die Einzige oder der Einzige sein zu müssen. Ich bin ganz aufgewühlt. Jetzt muss ich dir was sagen, das habe ich noch nie jemandem erzählt. Ein ganz anderes Thema. Ich möchte mich unbedingt beschneiden lassen. Was sagst du?
Ich finde das irgendwie toll. Es ist hygienischer und der Sex soll viel besser sein. Die Frau spürt viel mehr, der Mann natürlich auch. Wem sage ich das? Ich beschäftige mich mit diesem Gedanken schon seit 10 Jahren. Es ist kein so leichter Eingriff in meinem Alter. Und je länger ich warte, umso schwieriger könnte es werden. Man beschneidet die kleinen Buben normalerweise bald nach der Geburt. Plötzlich war der Wunsch da. Vielleicht hat es mit meiner Arbeit in den arabischen Ländern zu tun. Ich weiß es nicht. Erinnerst du dich, als ich beim letzten Mal auf deine Frage nicht reagiert habe, ob es Geheimnisse in meiner Familie gibt? Meine Mutter hat sich bis heute in Schweigen gehüllt, wenn es um ihren Vater geht. Niemand aus der Verwandtschaft weiß etwas über ihn. Meine wunderbare Großmutter, Gott hab sie selig, die ich über alles liebte, hat immer gesagt, wenn ich sie als Kind nach meinem Großvater fragte, darüber will ich nicht reden. Irgendwann habe ich die Fragen sein lassen. Doch jetzt beginne ich mich wieder dafür zu interessieren. Sie war ganz streng und fast übertrieben katholisch, so dass ich mir manches Mal denke, vielleicht war ihr Geliebter der Rabbiner von Bad Ischl. Es gab eine große jüdische Gemeinde dort. 1924 ist meine Mutter geboren. Zum Faschingsfest, musst du wissen, bin ich einige Male als Jude verkleidet gewesen mit so einer, wie heißt das noch schnell? Genau, mit einer Kippa. Ich habe mich immer besonders wohl gefühlt auf diesem Fest. Ich war natürlich auffallend mit dem Kostüm. Als Jude verkleidet oder sagen wir gekleidet, sagt das nicht was aus? Sogar noch vor ein paar Jahren habe ich mich bei einer Faschingsparty so angezogen. Meine Mutter ist die Einzige, die mir meine Fragen beantworten könnte. Ich muss es erneut probieren, mit ihr darüber zu reden. Nicht, dass es irgendwann zu spät ist. Das wird nicht leicht sein. Es geht schließlich um meine Urfamilie und einen eventuellen Urseitensprung meiner Großmutter. Was sagst du zum Beschneiden? Soll ich meinen Skrotumpendulans veredeln lassen? Sag, meinst du, ich soll's tun? Es soll um so vieles schöner für die Frau sein und viel appetitlicher. Du weißt es am besten. Ich sollte mich bald entscheiden und dann werde ich viele Frauen auf diese neue Weise beglücken. Schließlich gehöre ich auch zur Gattung Urhengst.